Ja, werte Mitpatrioten, ich wollte mich jetzt noch mal äußern über diesen Spiegelskandal. Ne? Dieser Klaas so und so, den kannte ich auch überhaupt nicht. Und ich glaube wirklich, dass der Spiegel sich freut darüber. Jetzt können die sagen: Hier seht mal, wir haben schlampig, wir haben nicht genug die Fakten geprüft. Ne? Seht mal hier, seht mal hier. Und da ist noch ein Beispiel: Da haben wir die Fakten nicht gut genug geprüft. Wir müssen die Fakten noch besser prüfen. Ne? Und der Spiegel. Es natürlich, gehört natürlich der Lügenpresse an. Ne? Das heißt, dass die immer lügen, aber eben anders. Ne? Wie ich schon gesagt habe, es geht um das Weglassen und um das Darstellen von Tatsachen. Ne? Und also ein Beispiel ist natürlich, dass sie es einfach nicht erwähnen, wenn ein Ausländer etwas macht, dann sagen die ein Mann. Ne? Also ein Türke ist ja ein Mann. Das ist es keine Lüge. Ne? Und ein anderes Beispiel ist, dass sie immer sagen, ja, hier 20% Ausländer in diesem Gefängnis, ne? Und dann, was ja, was mit den Deutschen mit Migrationshintergrund, ne? Und also man kann sicher sein, dass der Spiegel immer alles tut, um nur möglichst die Ausländer besonders gut dastehen zu lassen und die Deutschen.